Good morning in the morning. Morgen. Oder Mittag? Ja, eigentlich Mittag. Aber eigentlich weiß ja Mittag, keiner. Ist ja auch egal jetzt. Sagen wir keinem, dann merkt das niemand. Heute geht es um das Thema Weltreise, Schulabbruch. Mhm, okay. Also, oder halt nach dem Abitur oder nach der Realschule, Hauptschule. Oder ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Schule, kotzt mir alles an und überhaupt und nach der Universität oder in der Universität oder ich brich die Universität ab oder... Aus Freisemester oder sowas. Ja, oder ich habe halt einfach keinen Bock mehr. Mhm. Ja. Also wir haben da so auf unserer Weltreise, wo wir 7 Jahre unterwegs waren, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nicht unterwegs sind, sondern wir sind nur im 9. Jahr und bauen dieses rosane Baby, was ihr da im Hintergrund seht, gerade aus, dass wir die einsamsten Regionen der Welt ergründen können. Das mag schon sein, dass das ein bisschen komisch ist für euch, dass wir überhaupt nicht mehr heimgehen. Aber die meisten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen haben ja auch oft dieses Gefühl, dass sie an sich Weltenbummler werden wollen würden. Mhm. Habe ich das jetzt grammatikalisch richtig ausgekotzt? Klang gut, ja. Mann, ist das geil. Das turnt mich an. Ich find, ja, das ist halt, wenn ihr die Schule besucht. Ne? Mhm. Also ich war zwar da nicht immer geistig anwesend, ich hatte so ein Kuhkissen und einen Kuhleitsordner, den habe ich mit Kuhfell überzogen. Ich weiß, das macht man jetzt vielleicht in eurer mega hippen Zeit nicht mehr, aber bei uns war das auch nicht hip. Das war ein bisschen extrovertiert, nennt man das, glaube ich, und ein bisschen geschockt. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich da des Öfteren auf meinem Kuhkissen geträumt. Während dem Chemieunterricht meistens. Physik hat mich auch nicht interessiert. Technisch zeichnen auch nicht, Kunst auch nicht. Mathematik erst recht. Da habe ich eigentlich durchgeschlafen permanent. Und also dieses Kissen, wenn man das auf diesen Leitsordner gelegt hatte, war ja immer so schräg nach unten. Ja. Und dann noch dieses Kuhkissen drauf, schön mit Fell. Mhm. Da kannst du pennen, das ist der Hammer. Ne? Und jetzt so einen grammatikalisch richtigen Satz rauswerfen, wie aus der Pistole gefeuert von hinten, ist einfach der Knaller. Da merkt ihr mal, Schulbildung ist einfach alles. Absolut. Ja. Auch wenn ihr schlaft, man sagt immer, im Schlaf bekommt man kaum was mit. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die meisten Sachen nimmt man ja eh unterbewusst wahr. Ja. Überleg dir mal, 90% von deinem Scheiß ist Unterbewusstsein. Das stimmt, ja. Ja, und ich habe halt in der Zeit schon ganz hart an meinem Unterbewusstsein trainiert. Mhm. Ja, aber eigentlich hatten wir ja ein Thema, das ist ja immer, das hatte ich öfters auch in der Schule, Themenverfehlung. Thema verfehlt, ja. Ja, Herr Gärtner, hier haben Sie eine 6-Thema-Verfehlung. Super, super Aufsatz, wenn Sie jetzt noch über ein Thema geschrieben hätten, das irgendetwas mit unserem Unterricht zu tun hat. Ja, aber das Thema war, der hat mir ja ein Thema gegeben, das hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Ja. Wie will ich denn über so einen Scheiß schreiben? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Oder dann so dieses, oh, Herr Gärtner, das ist aber nicht richtig, das steht nicht in meinem Lehrplan. Mhm. Ja, aber hast du dir schon mal drüber Gedanken gemacht, ob das überhaupt so sein kann? Ob der Lehrplan überhaupt richtig ist? Ja, du Trauriger. Ne? Also es ist ja, also ich kann jeden Schüler verstehen, beziehungsweise Studenten, der dann irgendwann sagt, oh Gott, kotzt mich das an. Stell dir mal vor, du bist jetzt in so einem Medizinstudium. Mhm. Und du kriegst damit, wie viel Schindluder in der Pharma betrieben wird, beziehungsweise wie viele Studien es zum Beispiel zur Knorpelglättung gibt. Obwohl die in der Doppelblindstudie herausgefunden hat, das bringt gar nichts, aber wir machen es einfach weiter, weil man kann einfach Geld damit verdienen. Mhm. Und dann sagst du, hey, ja geil, ich bin eh so ein korruptes Arschloch und ich habe da auch Bock drauf. Nee, ich glaub's nicht. Oder stell dir mal vor, wo ich bei der Greifvogelwarte angefangen habe, mhm, und die dann eine externe Volierenstation hatten. Eine Aufzuchtstation quasi, ne? Ja, genau. Also so Volierenstation, wo dann die Saka-Falken für 258.000 bis 450.000 Euro nach Abu Dhabi verkauft worden sind. So, ja, hey, wir haben ja insgesamt schon 8 Gänsegeier in Spanien ausgewildert. Das muss doch reichen als Naturschutzunternehmen. Und ansonsten, meine Frau braucht echt viele Prada-Taschen. Ich muss da wirklich
einiges machen. Ich meine, klar, ihr müsst verstehen, ich bin 80 und die Schnitte ist 50. Die bleibt nicht einfach bei so einem alten, faltigen Sack, der nur noch die hängenden Gesichtszüge nach unten abpimmeln hat. Mhm. Da musst du schon irgendwas bieten. Wenn ihr da nicht ein paar Sagerfalken verkaufst, dann geht das nicht. Ne? Also man muss ja sagen, man könnte ja dann unter Umständen auch ab und zu jetzt den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ja nicht nachsagen, dass sie einfach nur abhauen wollen, sondern meistens haben ja die auch einen Grund. Das stimmt. Ja, ja, also es ist ja nicht grundlos. Oder ja, dass man sagt, man ist in einer depressiven Phase oder man hat gesundheitliche Probleme oder es ist einfach zu warm und mir brennt fast der Pelz weg. Ich, ja. War Wahnsinn heute. Aber ich finde ja jetzt gerade so in letzter Zeit, wenn du sagst, also du, früher war es ja immer so, dass ja die Eltern gesagt haben, oder eigentlich ja jeder, ja, so, ja, mit einer guten Schulbildung, dann sonst verbaust du dir deine Zukunft und wenn du ein Abitur hast, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dann kannst du dein Leben viel besser genießen, weil du schönere und bessere Jobs kriegst mit mehr Geld. Und wenn man sich das heute mal anguckt, muss man ja einfach sagen, nö, das stimmt ja so nicht. Nö. Guck dir mal die ganzen kleinen Influencer-Ladies an, die ja dann immer so, hi, ich bin die Lieselotte Wunderlich und ich habe heute ein ganz, ganz tolles Parfüm dabei und ich verkaufe das auch nicht. Ich möchte es dir nur zeigen, weil ich dufte so geil und dann stehen alle Typen auf mich und habt ihr schon gesehen, ich habe Ringelstrümpfe an. Ja. Hey, und jetzt verdient diese Ringelstrumpf-Lady, ich habe 13 Ausbildungen gemacht, diese Ringelstrumpf-Lady verdient ungefähr 100 Mal. Ach, was heißt denn 100 Mal? Vielleicht 120 Mal so viel wie ich, wenn ich an meinen Kontoauszug noch 2 Nullen dranhänge. Ja, aber es ist doch wirklich der Wahnsinn, absolut, dass du sagst, also es hat sich ja verändert. Ne? Ja. Also das Handwerk hat goldenen Boden. Jetzt kommt der 3D-Drucker. Ja. Jetzt drucken wir halt einfach Häuser. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, die KI übernimmt diese ganzen standardisierten Jobs. Mhm. So, jetzt fallen, was weiß ich, 10%, 20, 30, 40, 50 oder 70% an Jobs weg. Jetzt kriegst du eh schon keine Arbeitsstelle bzw. Ausbildungsstelle. Und dann kommt noch diese KI, diese Uschi daher und sagt, hi, ich bin die lustige KI, ich möchte deinen Job übernehmen. Möchtest du das BGE, das Bürgergeld haben? Ja. Ich fand das ja damals schon so krass, wo wir ja mit den Schülern gearbeitet haben. Und da haben wir ja viel auch mit Hauptschulklassen zu tun gehabt, die dann irgendwo ja wieder, ja, also da war ja ganz oft auch dieses Motivationstraining, wo wir ja gesagt bekommen haben, ja, die haben alle keinen Bock. Die brauchen irgendwie mehr Ansporn. Bringt die mal dazu, dass die sich wieder motivieren können und dass die mehr Energie haben, um sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Wenn man dann gefragt hat, ja, was lernt ihr eigentlich gerade so in der Schule? Ja, heute haben wir gelernt, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen. Ja. Da muss man sagen, weiß ich nicht, ob ich diesen Menschen jetzt wirklich motivieren kann, zu sagen, das ist ein gutes System, macht er auf jeden Fall weiter. Wobei, eine viel geilere Story, da wollten wir unsere also eine unserer größten Ausbildungen bewerben. Und dann gab es mit der Volkshochschule so einen Deal, weil sie eben keine passenden Trainer dafür hatten, für eine Gruppe an Jugendliche, die in den Berufsförderungsgeschichtlein waren. Ja. Also wo man praktisch sagt, okay, ich bin von der Schule abgegangen, ich habe keinen Abschluss und ich muss irgendwie ins Berufsleben eingeführt werden und ich habe eigentlich keinen Bock. Die galten als unvermittelbar und sollten in die Vermittelbarkeit zurückgeführt werden, irgendwie so, ne? Ja, da sind wir dann erstmal barfuß hinmarschiert, weil wir hatten gerade zu dem Zeitpunkt hatten wir den Barfußtrip und haben gesagt gehabt, okay, da hätte ich nur noch so ein Batik-T-Shirt gefehlt. Ja, das wäre geil gewesen. Das wäre echt geil gewesen. Leider nicht. Nein, wir waren einfach total in dieser Kletterszene, Höhlen, Abseilen und alles Mögliche und du musst deine Füße abhärten und insgesamt dein Körper musst abhärten. Dann sind wir da reingegangen und den ersten, den ich gesehen habe, so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich möchte niemanden zu nahe treten. Auf jeden Fall sitzt er mit der Crackpfeife drin und
haut sich erstmal ein ordentliches Stänzlein ins Gehirn. So, die nächste kommt rein, greint wie heult. Ne? Mhm. Greiner ist heulen. Ihr müsst jetzt endlich einmal Bayerisch lernen, dass ihr was versteht. Ne? Das hilft nichts. Ich kann euch das nicht jeden Tag übersetzen. Ne? Ihr müsst halt auch irgendwann mal die Landessprache lernen. Ne? Und es ist halt Bayerisch. Mhm. Wir sind das größte Bundesland. So ist es. Gleicht euch an. Nein, Spaß beiseite. So, rechts. Ja. Falls ihr schon gemerkt habt, wir sind ab und zu lustig. Aber eigentlich meinen wir das alles todernst. Und auf jeden Fall war das ja eine Gruppe, die hätte nicht besser sein können. Und also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung dazu. Man hatte den großartigen Plan, die Schüler, die damals von der Schule abgegangen sind, weil sie eben hauptsächlich Drogen genommen haben, keinen Bock hatten und überwiegend ihre Zeit damit verbracht haben, alle anderen zu mobben, zusammen mit den Schülern in eine Gruppe zu stecken, die deswegen abgegangen sind, weil sie so dermaßen gemobbt wurden, dass sie nicht mehr zur Schule konnten, dass sie keinerlei Selbstbewusstsein entwickelt haben und irgendwann gesagt haben, ich kann nicht mehr zur Schule gehen. Und ja, das war die super Kombination. Die Mobber und die Gemobbten in einem Raum. Und dann gab es natürlich auch noch kulturelle Problemstellungen. Probleme, ja. Dass zum Beispiel ein Mädchen keine Polizistin werden durfte, weil ihr Vater keine Ahnung, keine Eier hatte oder so. Das kann ja vorkommen. Ja. Das ist, weißt du, bei der Geburt fliegt dir einfach der Verstand runter in den Hodensack und dann zerreißt du ihn einfach und die Eier baumeln unten raus. Passiert, ist ja auch klar. Warum sollte eine Frau auch einfach so einen typischen Männerjob machen wollen? Na, wir leben ja auch noch im 17. Jahrhundert. Ist ja klar. Nee, das funktioniert ja nicht. Und warum, wenn sich das Mädel Zeit seines Lebens dafür interessiert? Und da gibt es halt viele Probleme. Also, da komme ich jetzt auf den Punkt mit Weltreise. Da gibt es halt viele Themen in Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die eine Flucht schon sehr nahe legen. Absolut. Ja. Und das ist an sich, finde ich persönlich, ja kein guter Motivator, um auf eine Weltreise zu gehen. Weil, ich meine, Flucht around the world, ne? Das, also, ihr werdet euch immer getrieben fühlen. Also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen oder Ähnliches. Also das sind ja ganz tiefe Traumata da. Und man hat es ja auch selber in der Schulzeit gespürt, beziehungsweise auch in den Ausbildungen oder du in der Universität. Bei mir hat es ja nicht einmal bis zur Tür gereicht von der Universität. Und deswegen, das ist, weißt du, wenn du redegewandt bist, kannst du nicht zur Universität gehen. Ja. Das geht nicht, weil dann tätst du ja deine Leute Fragen stellen und dann wüssten sie nichts drauf und dann ist halt vorbei. Deswegen bleibst du draußen. Das stimmt, ja. Hunde, da vorne an die Kette. Ne? Ist ja wir klar. Wir müssen draußen bleiben. Wir müssen draußen bleiben. Ne? Und das ist wirklich ein hartes Thema auch, weil oft kommt ja in den, also oder in dem Kurs, was wir da hatten mit diesen Arbeitsverweigerern. Mhm. Ne? Also die haben ja nicht die Arbeit verweigert, sondern die waren ja eigentlich alle psychisch durch. Ja. Und ne? Das Lustige war ja, wir haben das dann ja so ein bisschen umgedreht. Und haben ja dann gesagt, warum glaubt ihr, dass ihr jetzt einen Job braucht? Also wir kamen gerade von der Obdachlosentour, also wo wir für 14 Tage mit den Freiluft-WG-Leuten draußen gelebt hatten. Und ja, wir hatten da gerade so eine andere Einstellung und haben dann halt gefragt gehabt, also warum sie glauben, wenn es doch die Obdachlosen gibt, warum sie jetzt einen Job gebrauchen. Sie könnten ja auch obdachlos werden, weil sie haben sich ja eigentlich schon nahezu dafür entschlossen. Genau, ja. Und dann haben die uns plötzlich, weil wir das gespiegelt hatten, also umgedreht hatten, haben die uns davon überzeugen wollen, dass wir jetzt einen Job brauchen. Dass wir einen Job brauchen. Also Alter, was gehst du mich jetzt hier an? Ich brauche keinen Job, ich bin Barfußgänger. Ich krieg Kohle, egal ob ich euch vermittle oder nicht. Nee, aber es ist ja wichtig, was ja Familie und so. Und wir wollen ja auch mal irgendwo ein Hüttchen haben oder so. Also ja, wer sitzt denn mit der Crackpfeife hier? Ich oder du? Ja? Und da ging es ja dann darum, dass diese Fluchtkinder oder Fluchtjugendlichen oder Erwachsenen, die hatten ja zwar diesen Fluchtgedanken in sich,
hatten aber auch zugleich ja diesen Wunsch von ihrem Lebenstraum in sich. Genau. Ja. Und da will ich drauf eingehen, finde ich. Und das Problem war ja nicht, dass die nichts machen wollten. Ich fand jetzt gerade dieses Beispiel mit der jungen Frau, die Polizistin werden wollte. Mhm. Die saß ja drin und hat gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Bock und es interessiert mich alles nicht. Stimmte ja nicht. Das Thema war ja nicht, dass sie nicht wusste, was sie will, sondern das Thema war, dass sie genau wusste, was sie will, ihr aber dieser eine Weg, der für sie perfekt gewesen wäre, verbaut wurde. Verwehrt wurde. Oder verwehrt wurde. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz häufig, dass man ja eigentlich schon auch als Jugendlicher gerade eine relativ klare Vorstellung hat. Hm. Oder zumindest ein starkes Gefühl, da zieht es mich hin, das möchte ich machen. Aber absolut, das einfach ja. aufgrund von diesen ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen, von den Zwängen, von so musst du sein, dass wir uns gar nicht trauen, diesen Traum überhaupt nur richtig aufkommen zu lassen. Und ich finde, also jetzt an dem Punkt da nochmal einzugreifen auch, es gibt halt zwei Kategorien an Leuten. Also es gibt die einen, die sagen, okay, es hält mich hier nichts. Ne? Mhm, also ich will jetzt weg, weil das kotzt mich hier alles an. Und ich habe ein paar YouTube-Videos oder Reiseblogs gesehen und die sind ja glücklich. Mhm, ja. Also da gibt es ja dieses Syndrom, wenn, also begeistert von der Begeisterung zu sein. Ja. Erklär das doch mal, was heißt das eigentlich? Also wenn wir jemanden sehen, der etwas tut und er ist da mit vollem Herzen dabei, also er ist da komplett begeistert, er ist in seinem Element. Der labert jetzt zum Beispiel absoluten Bullshit in so einem Video und ihr merkt, der ist fröhlich, der ist happy. Und dann denkt ihr, boah, das liegt bestimmt daran, wie der sein Leben führt. Mhm. Und das stimmt in einer gewissen Art und Weise, aber... Genau, und jetzt ist das, also gibt es zwei Sachen, die man verwechseln kann. Also das Erste, oder was die meisten Menschen als Erstes machen, ist, oh, wenn ich das Gleiche mache wie der, dann werde ich auch so glücklich und bin auch voll in meiner Erfüllung dann und so weiter. Dann bin ich auch so gehypt. Genau. Und das ist aber nicht richtig, weil es geht ja nicht darum, das zu machen, was jemand anderen begeistert, sondern das zu finden, was dich begeistert. Und da ist eben so ganz oft diese Verwechslung drin, dass du sagst, also jetzt muss ich, also ich finde toll, wie begeistert der von dem ist, was er tut. Und jetzt muss ich das finden, was in mir die gleiche Begeisterung auslöst. Genau. Und da kommt es oft zu einer sogenannten Fehlinterpretation. Und ja, jetzt ist es nicht mal ganz so lustig wie am Anfang. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil in eurem Herzen, in eurer Seele, da gibt es etwas, das ist ein kleiner Funke, das ist ein minimaler Sparkle. Und den müsst ihr finden, der zu einem lodernden Lagerfeuer werden kann. Mhm. Wo ihr sagt, wenn ich nur dran denke, dann treibt mir das ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe da jetzt schon Freude drauf, mich tickt es an, mich macht es geil und. Das sind so diese Begriffe dafür, was dein Dharma bzw. deine Lebenserfüllung ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel draußen lieg und da sind Polarfüchse und ich kann die bei minus 20 Grad, kann ich die abfilmen, dann ist es für jeden anderen Menschen die abgrundtiefe Hölle, weil er Erfrierungen an den Fingern kriegt, sein Gesicht geht kaputt, alles. Für mich ist es das Höchste. Mhm. Und so hat jeder Mensch einen anderen Bezug zu gewissen Themen. Wie zum Beispiel, wenn jetzt wir von uns noch mal kurz sprechen, dann ist es ja so, dass nicht jeder, also wir sind ohne Geld 45.000 Kilometer um die Welt gewandert. Mit 75 Kilogramm Gepäck. Mhm. Das ist ja nicht für jeden Menschen mit einem Wanderanhänger für jeden Menschen genau das Richtige. Nee. Weil es gibt ja Couch-Potatoes, es gibt ja unsportliche Menschen und so weiter und so fort. Oder unsportliche Menschen gibt es nicht, aber Menschen, die halt wenig Sport treiben wollen. Ja. Und das ist ja, da muss ich in mich hineinhorchen. Und wenn es jetzt aber, und das halt eben auseinander zu dividieren, wo stehe ich gerade? Bin ich begeistert? Weil andere begeistert berichten,
wie geil eine Weltreise ist und was es mir alles bringt und was es für mich alles bereithält, bin ich auf dem Weg, dass ich sage, ich will hier einfach nur noch weg. Also ich will flüchten, weil mich hält hier nichts. Oder bin ich einfach ein Lebensnomade, der um die Welt ziehen will. Und das kann genauso in dir drin wohnen. Genau sein, genau. Aber das muss halt zuerst einmal herausdeklariert werden, wer oder was du bist. Und ich glaube, also so nach meiner Erfahrung geht das eigentlich wirklich nur übers Ausprobieren auch. Ja. Weil in der Theorie hören sich viele Dinge total toll an. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man schaut sich jetzt so ein, meinetwegen so ein Parcours-YouTube-Video an, ja, ja, und sieht, wie die Leute da von Dach zu Dach springen oder Backflips machen und so, dann ist das super geil. Aber wenn man das jetzt halt ausprobiert, einfach vorher 100.000 Mal auf die Fresse. Genau. Ne? Und wenn wir das jetzt ausprobieren und uns einfach beim leisen Hochhüpfen schon den Rücken verknacksen und es 3 Wochen nicht mehr bewegen können, dann... Dann heißt es aber nicht, dass wir da keinen Spaß daran hätten oder haben. Sondern es heißt vielmehr, kann ich durch diesen Prozess der Leere, die verdammt scheiße wehtut, kann ich da durchgehen? Genau. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit meiner Kontaktjonglagekugel. Ich habe mir eine Kontaktjonglagekugel besorgt und du stellst dich das erste Jahr bis 2 an wie ein totaler Vollhonk. Und ist es für dich in Ordnung, dass du diesen Lernprozess, also diesen Lebenslernprozess, wirklich durchgehst? Ja. Oder gibst du nach den ersten 2 Minuten auf, weil du sagst, na, ich glaube, es ist doch nicht mein Ding. Und dann muss man sich wieder fragen, ist es wirklich nicht dein Ding? Oder bist du einfach nur eine faule Sau, die leicht aufgibt? Fehlt dir zum Beispiel einfach der Arsch in der Hose, um dich zu motivieren? Das kann ja sein. Ja. Weil, stell dir mal vor, wie wir groß geworden sind. Wir sind ja von sogenannten Helikoptereltern. Werden ja jetzt die meisten groß. Oh, Kevin, gib Acht, dass du nicht runterfliegst. Nein, nein, kletter nicht so hoch. Da könnte etwas passieren. Ja, ich meine, was will denn aus uns werden, außer irgendwelche bodensäugenden Arschgeigen? Ja. Das ist ja nicht. Ich meine, überleg dir mal, wie jetzt, also wie früher Kinder groß wurden und wie jetzt Kinder groß wurden. Ich fand das krasseste Beispiel fand ich das eine Mal in einem Kindergarten, wo wir so Waldtage gemacht haben und wo dann die eine Erzieherin erzählt hat, dass sie jetzt gerade in einem Rechtsstreit sind mit einem Vater, der sie angeklagt hat und verlangt, dass sämtliche Bäume im Schulhof gefällt werden, weil ja die Gefahr besteht, dass die Kinder da drauf klettern und sich verletzen könnten. Ja. Und ich finde, das zeigt nochmal deutlich, wie entfremdet wir gerade auch sind. Absolut. Ey, wenn ich mir vorstelle, was ich mir erstmal illegalerweise von meinem Taschengeld für ein Rambo-Messer gekauft habe. Ich meine, klar war das ein Scheißmesser. Ja. Ne? Aber da warst du dann halt in der Stadt oder bist in die Stadt gegangen und dann war da halt dieser komische Tante, nicht Emma-Laden, aber halt so ein Messer und weiß der Geier nicht Laden. Hey. Da war irgendwie so ein Laden, wo du dann halt rein bist und dann hast du gesehen, boah, Alter, da ist ein Kompass drauf. Da ist ein Dingset drin. So ein Fischer-Set. Gehst du jetzt raus und dann ist es so eine Klinge. Ne? Mhm. Also dann erstmal in den Schulranzen rein. Hätte mir auch nie verkaufen dürfen. Ist ja klar, aber du wolltest ja niemanden. Heutzutage könnte ja keiner mehr sowas verkaufen, weil niemand weiß ja, ob du jemanden umlegen willst. Ja. Ne? Also was man ja jetzt so in der Presse und so weiter ja auch sieht. Ja, damals war das einfach nicht die Frage. Ne? Nee, sondern der will halt draußen schnitzen und so weiter. Dann hat er dann noch gesagt gehabt, so, jetzt gehst du mal kurz her, dann zeige ich dir, wie man schnitzt und so weiter. Ne? Das waren ja verantwortungsvolle Menschen. Ne? Ja. Die waren ja nicht unverantwortungsvoll. Habe ich dann erstmal meine Angelszene ausgepackt, habe einen Regenwurm draufgehangen, reingehallen. Das Einzige, was ich gefangen hatte, das war so ein alter Schuh, der unten drin lag. Da war ich dann schon mega stolz drauf. Habe ich gesagt, Alter, ich werde ein Survivaler. Ich kann Schuhe fangen. Nee, das war schon geil. Ne? Am Dutzendeich, mitten in der Stadt. Ja, so war es ja als Kind. Ja, ja, klar. So war es ja als Kind. Und das, in der Mittagspause, zwischen dem Nachmittagsunterricht, hast du dich hingesetzt. Und da war ja noch eine andere, da wusste man noch eher, leider, muss man ja sagen, leider wusste man da als Kind
ja noch viel eher, wo man hin wollte, als jetzt. Das stimmt, ja. Es wird dir ja alles untersagt. Mhm. Ich meine, wie willst du denn überhaupt entdecken, für was du brennst, wenn das nur die ganze Zeit hörst? Nein! Ja. Hörst auf! Sitz, Platz! Ne? Mhm. Also du fühlst dich ja irgendwann wie so ein Hund. Ja, ja. Ne? Brauchst nur noch so dein Halsband. Ich wollte es gerade sagen, Halsband. Und es ist ja nicht so, als hätten wir auf der Reise nicht immer wieder Eltern gesehen, die ihre Kinder mit einem Halsband spazieren geführt haben. Ja, mit so einem Brustgurt. Ja? Also ja klar, nicht um den Hals, aber mit so einem Geschirr. Wobei, das wäre geil gewesen, wie bei den großen Bulldoggen da mit den Stacheln nach innen rein. Ui, ui. Malte! Komm her! Du Drecksluder! Nee, also, da muss man ja sagen. Und wir haben ja die... Tauschen. Wir haben ja die Jugendlichen, beziehungsweise jungen Erwachsenen, die haben wir ja ganz anders kennengelernt. Ja. In den Ferien, in den großen Ferien, haben sie sich 5 Programmiersprachen beigebracht. Mhm. Super das Hacker gewesen, alles Mögliche. Und dann sagt man, ja, die Kinder wollen ja gar nichts mehr lernen. Ja, der sitzt den ganzen Tag nur und spielt am Computer. Der ist ja faul. Nee, ist der gar nicht. Mhm. Das Problem, aber zurückzukommen, gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt sortiert in eurem Kopf. Mhm. Ihr seid der Fluchtkandidat, ihr seid der Begeisterung von der Begeisterungskandidat oder ihr seid einfach gehypt und wollt einfach auf Reisen gehen. Mhm. Das kann ja sein. Also was machen wir mit den 3 Portionen? Mhm. Ich finde, der Erste, der flüchten will, der will ja flüchten. Ja. So. Ihr müsst euch aber im Klaren sein, wenn ihr der Fluchtkandidat seid, dass ihr seelische Probleme bzw. seelische Themen habt und die gehen nicht weg, nur weil ihr euch einen Backpack aufschnallt. Mhm. Die bleiben, also ihr packt praktisch alle Themen mit in euren Rucksack und nehmt die mit. Das Einzige, was die Weltreise macht, das ist praktisch wie ein Turbo, wie ein Beschleuniger, sodass ihr schneller durch diese Prozesse der Seelenverstümmelung durchgeht, sodass ihr das heilen könnt. Mhm. Und das kann einige Leute... Vorsicht, das wird kurz laut. Oh, Mikro verloren. Nein. Ja, warte. Wo ist denn dieses Ding? Ja, das ist live. Ne? Keine Ahnung, wo das ist. Erzähl mal kurz weiter. Wo warst du jetzt gerade? Ja. Ah, mit dem... mit dem Fluchtcharakter. Mit dem Fluchtcharakter. Und also ihr werdet halt relativ schnell durch eure psychischen Themen durchgehen. So, wir hängen das mal hier wieder dran. Mhm. Und dadurch... Ah, jetzt auch nur Auto, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also wenn der Teufel den Sack ausgeschüttet hat, dann hat er ihn ausgeschüttet. Nee, dann werdet ihr halt... Also das muss euch bewusst sein vielmehr, dass diese psychischen Themen auf euch zukommen werden, weil die wären ja zu Hause zwar deutlich langsamer und in einer geringeren Intensität auf euch zugekommen, aber deswegen, das heißt noch lange nicht, stellt euch mal vor, ihr geht los. Also ihr geht los und jetzt kommt der ganze psychische Dreck auf euch drauf und gibt die ganze Zeit immer Knackschellen. Ne? Ja, ja. Das war ja bei uns auch. War bei uns auch, ja. Das heißt aber nicht, dass du nicht der Weltenbummler bist, der Hamperer, der Berber, der Landstreicher, sondern es heißt nur, Scheiße, hast du viel Ballast aus deiner Kindheit mitgekriegt. Ja. Ne? Also das heißt ja überhaupt nicht, dass es nicht gut ist, so unterwegs zu sein. Es heißt nur, dass alte Gefühle, die nicht zu Ende gefühlt wurden, beziehungsweise Schmerz, der nicht abgetragen werden konnte, weil er zu schmerzhaft war und es der Körper in dieser Zeit gar nicht ausgehalten hätte, dass er jetzt während der Reise, Gott sei Dank, die Kraft hat, um diese Themen abzuarbeiten. Egal, was ihr da erfahren habt, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber jetzt hat der Körper die Kraft, es abzubauen. Also muss man sich erstmal Zeit geben, finde ich. Genau, man muss sich Zeit geben und man muss auch, wenn man das merkt, dass das so ist, braucht ihr an sich jemanden, der euch supportet. Weil das Problem ist,
dass ihr natürlich in dieser Phase auch sehr, sehr verletzlich seid. Ne? Absolut. Also man wird sehr leicht unaufmerksam, um diesen Schmerz vielleicht doch nicht so spüren zu müssen, lässt man sich vielleicht wieder auf Beziehungen ein oder so, wie man normalerweise nicht eingegangen wäre, wenn man gesagt hätte, oh je, das tut mir gar nicht gut, aber jetzt lenkt es mich halt gerade ab. Oder man orientiert sich in Richtung Drogen, die einem vielleicht das ein bisschen betäuben. Alkohol. Also es gibt sehr, sehr viele Gefahren. Und deswegen... Ich möchte meinen Schmerz betäuben. Aus diesem Grund, drehen wir mal. Ja. Aus diesem Grund haben wir sehr, sehr viele junge Erwachsene getroffen, die dann in einer gewissen Art an Suchtstoffen extrem hängen geblieben sind, an Borderline, Bulimie, Magersucht oder Ähnlichem, weil sie eben nicht wussten, dass diese Themen, diese psychischen Themen, auf sie zukommen werden und unvorbereitet waren. Ja. Also vollkommen unvorbereitet. Weil das Problem ist natürlich, also diesem Fluchtimpuls in Form von, ich entfliehe erstmal der alten Situation zu Hause, von der ich merke, dass sie mir nicht gut tut und wo ich auch keine Zukunft für mich sehe. Das ist ja erstmal okay, aber wenn natürlich dieser Fluchtimpuls drin ist und ihr das auch als Strategie verwendet und ihr merkt, dass ihr eigentlich immer lieber vor den Problemen weglaufen möchtet oder sie betäuben möchtet und so, als sich den Sachen zu stellen, dann ist es natürlich gefährlich. Ne? Ja, absolut. Und jetzt gibt es natürlich diesen Unterschied zwischen dem Flüchter und dem Menschen, begeistert von der Begeisterung zu sein. Und jetzt geht es dem Flüchter scheiße, weil er ja seine Gefühle durchlebt. Und der von der Begeisterung, der von anderen begeistert war, weil er gesagt hat, schau dir mal einen Franz und einen Heiko an. Seit 9 Jahren haben die Spaß, die Arschgeigen und tun nichts. Das will ich auch. Das will ich auch haben. Und dann merken sie, okay, sie müssen aus dem Container Nahrung rausziehen, müssen fragen für Schlafplätze und so weiter und so fort, müssen soziale Projekte aufziehen, lalalalala. So, und jetzt sind die auch genauso in ihrem Gefühlsschwall, ja, wie derjenige, der geflohen ist und aber die Weltreise bzw. Reisen oder nomadisch unterwegs zu sein sein Ding ist, haben aber exakt das gleiche Gefühl von Wo dann die Enttäuschung eintritt. Wenn man sagt, ich habe mir das anders vorgestellt, das ist alles nicht so wie gedacht. Und da muss man natürlich dann unterscheiden und zu sagen, okay, ist es jetzt etwas, wo ich gerade als Prozess durch muss, weil es sind meine alten Gefühle, die mir jetzt gerade das negative Gefühl geben, oder bin ich gerade einfach wirklich auf dem Weg, der nicht meiner ist? Ja. Also dieses differenzierte Betrachten ist halt dann in dem Augenblick schwierig. Mhm. Also da müsst ihr euch selber auch an die Nase fassen, ja, und dann austesten, wo befinde ich mich gerade. Und ich, also wie gesagt, wir können natürlich immer nur von eigenen Erfahrungen sprechen, aber ich fand da dieses Stop and Go sehr, sehr hilfreich, dass man, ja, sagt, man hat das mal ausprobiert, erstmal vielleicht 14 Tage irgendwo ausbrechen, in Italien durch die Berge wandern oder, ja, so, ist wieder zurück. Am Ende der Zeit hat man gedacht, boah, scheiße, ich fühle mich nicht gut, das mache ich nie wieder und so. Dann kommt man nach Hause und dann dauert es 2-3 Wochen, bis man das Ganze nochmal reflektiert hat und gesagt hat, ah, okay, das war anstrengend. Die und die Sachen haben wir einfach super schlecht geplant. Wir hätten vielleicht nicht mit 50 Kilo auf dem Rücken wandern sollen. Ich hätte vielleicht meinen Zahnputzbecher eher zu Hause, ja, lassen sollen. Nicht die Zeltstangen, die ich fürs Zelt gar nicht brauche, sondern die nur den Eingang schick machen. Ja. Und die nochmal ein extra Kilo diese wiegen. Girlande, ja, hätte ich zu Hause lassen können. Und solche Sachen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, nicht 4 Kopfkissen mitzunehmen. Genau. Nee, also da kommt dann relativ bald eine Sehnsucht auf, wieder raus zu wollen, ja, aber intelligenter werden zu wollen, beziehungsweise, genau, die Weltreise-Packliste oder die Reisepackliste oder die Ausrüstung nochmal zu verändern. Mhm. Und das ist ein Hinweis drauf, es ist mein Ding. Ja. Und deswegen mit Stop and Go könnt ihr rausfinden, ist es mein Ding oder nicht. Mhm. Und wir haben ja für diesen Zweck haben wir ein Buch geschrieben, das heißt... Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Genau. Und da
bekommt ihr immer wieder Aufgaben, also Nano-Abenteuer, Mikro-Abenteuer, Extrem-Abenteuer, wo ihr mit der Zeit merkt, seid ihr ein Lebensabenteurer, also so wie unser Titel auch ist von diesem ganzen Projekt, oder seid ihr es eben nicht? Mhm. Also ihr könnt fundiert an das Ganze rangeführt werden. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist ja, ihr seid jetzt wirklich der Reisefuffel und irgendwo seid ihr euch dessen schon relativ arg bewusst. Jetzt geht es ja darum, wie kann man als junger Mensch auch länger unterwegs sein, dass man nicht sofort zurück muss. Weil das Ekelhafteste, was es gibt, ist, ich kann mir jetzt 3 Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr leisten, muss dann zurück und prügel mich dann bis zur Rente in meinem fucking Job zu Tode, bis ich an irgendeinem Krebs oder irgendwas Ähnlichem einfach gnadenlos verrecke. Mhm. Dann ist ja die Aussicht, die man dann hat, man hatte mal ein halbes oder ein Jahr Spaß, und dann ist der Geldsegen vorbei, man muss zurück und dann ist man praktisch wie so ein Pferd vor einem Gespann eingespannt und dann sitzt hinten jemand drauf, also derjenige, der dir Geld gibt, dass du überleben darfst in diesem hochheiligen System des Gesellschaftsgefängnisses, und der haut dann mit einer Peitsche mit Rasierklingen permanent auf deinen Rücken und fragt sich nur, wann verreckt er, und dann spanne ich den nächsten an. Mhm. Und dass euch das eben nicht passiert, solltet ihr an diese Grundentscheidung von ich will los relativ intelligent rangehen. Genau. Und, ab und nicht dem blauäugig. Moment, ab dem Moment, finde ich, macht dann auch wieder Schulbildung bzw. Ausbildung einen Sinn. Ja. Weil wenn es vorher so war, dass ihr euch dahin geprügelt habt, weil es eine Verpflichtung war, dann wisst ihr jetzt, okay, um meinen Lebenstraum erfüllen zu können, brauche ich gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und was brauche ich da? Also ihr könnt euch jetzt dann überlegen, was ist nötig, damit ich meinen Traum bis... Für den Rest meines Lebens genau. weiterführen kann. Mhm. Ist es Webdesign? Ist es Programmierung? Ist es Schriftstellertum? Ist es Journalismus? Was ist es für dich? Mhm. Ist es Übersetzer? Ist es... Weiß der Geier, es gibt tausende Möglichkeiten, wie du als digitaler Nomade, aber auch jetzt zum Beispiel, was wir ja ganz viel machen, mit verschiedenen gesundheitlichen Methoden, die Menschen einfach... Erfahrener Therapeut in irgendeiner Richtung. Ja, zum Beispiel unser erfahrener Psychologe, den was wir haben. Wir haben ja ein unheimlich großes Netzwerk. Aber ihr müsst euch eine Strategie erstellen. Was will ich machen unterwegs? Bei uns sind es ja ganz viel... Ja, wir sind eigentlich so digitale eher. Ja, überwiegend digitale Nomaden. Und da ist es halt, oder seid ihr vielleicht auch so ein YouTuber? Ja. Oder was seid ihr? Oder erfahrene Handwerker, also das haben wir ja auch ganz oft gehabt. Die was auf der Walz sind. Auf der Walz zum Beispiel. Oder auch einfach nur, wie oft wir zum Beispiel irgendwo hingekommen sind, wo man gesehen hat, okay, wenn man jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, Dachdecker oder sowas könnte, dann würdest du hingehen, fragen, du brauchst du Hilfe, ich bin gerade hier, mach dir das fertig und dafür... Genau. Kann ich eine Zeit lang hier wohnen? Kann ich wieder zwei Monate wieder reisen zum Beispiel? Und da ist es eben auch wichtig, dieses ganze Work and Travel, das wird euch gerade, wenn ihr jetzt jung seid und von der Schule abgegangen seid oder Studenten seid, unter die Nase gerieben, das euch, wie Butterpopcorn. Genau, das, wie heißt das, schmackhaft gemacht, ohne Ende. Ja. Das Problem ist nur, das ist eine gute Methode, ganz klar. Aber wenn ihr nichts gelernt habt, dann seid ihr immer eine absolut billige Arbeitskraft. Ihr seid ein Arbeitssklave, der zwischenzeitlich seinen Gefängnisstandort um die Welt wechseln darf. Ne? Ja, ein Niedriglohnsklave, der sich die Welt anschauen darf, dass er für noch weniger Geld beschissen wird, um seinen Körper vollends kaputt zu machen. Ja. Und das ist eben, deswegen gibt es ja die Work-and-Travel-Mafia auch, die dann die Leute bis zum Bittersten ausnutzt. Und das nicht nur arbeitstechnisch, sondern wir haben Geschichten gehört, wo sie teilweise aus dem Hundenapf rausgefressen haben, vergewaltigt wurden oder sonst irgendwas. Ja. Also vor allem für Mädels, wobei auch für Jungs. Auch für Jungs, ja. Also seid da bitte vorsichtig und nicht blauäugig. Mhm. Wohingegen, wenn ihr jetzt einfach sehr, sehr gut auf einem Gebiet seid, habt ihr dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch ganz andere...
also ganz anders auftreten, anders mit Leuten verhandeln. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist meinetwegen jetzt Automechaniker und gehst nach Australien und arbeitest da für eine gewisse Zeit bei so einem so einer Werkstatt, die diese Roadtrains reparieren. Ja, du bist jetzt da Kfz-Meister, dann schiebst halt einmal 8.500 im Monat ein. Und das machst du jetzt einmal 6 Monate, dann kannst du wieder 2 Jahre unterwegs sein. Mhm. Ich meine, das ist natürlich was anderes. Und bist in der Zeit aber auch an einem schönen Platz und hast einen entspannten Job, weil die einfach eine entspanntere Einstellung haben jetzt als in Deutschland. Und auch wenn ihr denkt, wenn das jetzt zum Beispiel mein Hype ist, also dass ich sage, also ich schraube gerne an Autos rum. Und es passt ja überhaupt nicht zur Weltreise, das stimmt nicht. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch jemanden, der hat eine fahrende Werkstatt. Stimmt, also der hat einen riesen Sprinter ausgebaut, in dem er leben kann, aber auch wo seine Werkstatt ist. Und er fährt dann von Ort zu Ort. Übers Internet wird er gebucht und dann repariert er da vor Ort und wird immer verköstigt. Ja. Immer, grundsätzlich. Das bedeutet, auch wenn der Wind noch so hart ist. Der Gegenwind. Und er uns jetzt fast wegreißt und ich meine Jacke wieder anziehe. Auch wenn die Idee noch so verrückt ist, dann ist es trotzdem möglich, damit oder davon auch zu leben. Ihr müsst halt nur einfach besonders gut sein. Ja. Und wenn ihr wisst, das ist mein Ding, dann habt ihr auch eine Motivation bzw. einen Drive, um das erlernen zu wollen. Dass ihr sagt, ich will auf jeden Fall dahin kommen. Mhm. Dann werdet ihr auch geil. Absolut, dann werdet ihr auch gut. Ja. Das ist ja bei uns auch. Ich meine, jetzt zum Beispiel, währenddessen wir ein 18,75 Meter langes Expeditionsmobil nebenher ausbauen, mache ich nochmal ein Studium nebenher. Mhm. Währenddessen wir eigentlich tagtäglich voll geschissen sind bis oben hin, gibt es aber trotzdem Dinge, die einen geil machen, wo man sagt, die sind mir zum Lernen einfach äußerst wichtig. Mhm. Und in den 5 Minuten, wo du noch Freizeit hast, sagst du, das hypt mich so arg, dann ziehe ich mir das Ganze nochmal rein und erweitere mich nochmal. Ja. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Absolut, ja. Also das sind an sich die Hauptpunkte eines jungen Menschen, der, wenn er sich auf Weltreise begibt, und da geht es nicht um die Packliste oder irgendeinen verdammten Schwachsinn, sondern das könnt ihr bei uns auch anschauen, was man einpacken sollte. Aber darum geht es doch gar nicht. Ein wichtiger Punkt noch auch, es gibt sehr, sehr viele Tutorials und wie heißt das, also wo man so quasi Online-Seminare buchen kann von anderen Reisenden, von Backpackern und so weiter. Auf gar keinen Fall! Ja. Auf gar keinen Fall! Diesen 3 Tipps werdet ihr ein erfolgreicher Webnomade und baut euer Online-Business aus. Funktioniert nie. Alles verfickter Bullshit. Das sind Leute, die mit eurem Traum euch abzocken, um ihren eigenen verwirklichen zu können. Weil sie Stümper sind, weil sie nichts drauf haben, weil sie einfach Penner sind. Mhm. Habe ich das ungefähr hart genug ausgedrückt? Ich glaube, das war recht deutlich, ja. Sehr schön. Ich wollte. Ja. Penner! Ja. Das ist das Unfairste, was es gibt. Nur weil man selber unfähig ist, versucht man, wie der Rattenfänger von Hameln zu sein, um die anderen Leute einzucatchen und zu sagen, ich gebe dir die Wunderformel, dass du das und das wirst. Ja. Nee, wirst du deswegen nicht. Weil wenn du rechnest, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Affiliate-Marketing oder sonstiges, das sind einfach Studienzweige. Mhm. Das ist nicht einfach, dass da irgendein dahergelaufener Kunzel, der irgendwo in Malaysia abpimmelt und sagt, ich kann mir mein nächstes Reisgericht nicht mehr kaufen. Ja. Ich meine, warum muss der denn bitte den Unterricht machen, wenn der so gut im Affiliate- oder im SEO-Marketing ist? Hat er jetzt gerade seine soziale Ader gefunden? Das ist ein bisschen wie ein Börsenbroker, der sagt, ich gebe dir Börsentipps. Ich wollte gerade sagen, wie ein Bankangestellter, der dir Finanztipps gibt.
Weil wenn er das wirklich drauf hätte, würde er nicht als Angestellter bei dieser Bank arbeiten. Ja, richtig. Ne? Wenn du jetzt sagst, du bist ein Börsenbroker und du hast halt deine Millis, ne, dann bist halt scheiße. Ja. Ne? Und dann erzählt derjenige, der scheiße ist, erzählt dir, wie man scheiße sein kann. Das bringt doch alles nichts. Also Selbststudium, Selbstreflektiertheit und im Endeffekt sein wie ein Trapper. Ja. Wie ein Fährtenkundiger. Ihr müsst einfach auf der Fährte des Erfolgs sein und dann wirklich wie ein Goldgräber immer wieder noch weiter nach Informationen buddeln und euch das ins Gehirn reinziehen. Das mag jetzt sich erstmal abstrakt anhören. Ja, gibt es da nicht eine vorgefertigte Lösung? Nein, die gibt es nicht. Es gibt keine vorgefertigte Lösung. Es gibt Kurse. Wir haben über 1200 Survival-Kurse überall umher düppeln in der ganzen Welt. Mhm. Ihr könnt euch erstmal ausbilden in Pflanzenkunde, ihr könnt euch erstmal ausbilden in Survival-Kenntnissen, Bushcraft-Kenntnissen, in Prepper-Kenntnissen und so weiter und so fort. Wie man containert, wie man diese ganzen Sachen, Urban Survival, das könnt ihr machen. Aber das sind immer einzelexemplarische Punkte, die ihr bei speziellen Trainern abreißen könnt. Ja. Wenn ihr SEO lernen wollt, dann müsst ihr halt ein Studium für SEO machen. Mhm. Ist insgesamt, wenn ihr sagt, also ihr habt jetzt euch also einen Bereich gefunden und damit wollt ihr eure Reise dann später finanzieren und dann müsst ihr ja diese Ausbildung machen. Und es kann natürlich, also es sollte eine richtige Ausbildung sein, also nicht ein Wochenendkurs. Oder es kann auch, also ne, das ist halt wirklich, aber intensiv, dass ihr wirklich was lernt. Ich meine, klar gibt es jetzt Bereiche wie zum Beispiel mit dem Radl, wenn ihr unterwegs seid oder zu Fuß, wenn ihr unterwegs sein wollt. Oder wenn ihr mit einem Van unterwegs seid, wollt, wie baut man Van aus, wie baut man Expeditionsmobil aus. Da gibt es wirklich Leute, die eine Ahnung haben, ähnlich wie wir, die euch beraten können und sagen können, das sind Wege, die sind machbar. Ja. Aber das heißt nicht, dass diejenigen dich zum Handwerker ausbilden können oder zum Kfzler oder sonst irgendwas. Das müsst ihr halt einfach lernen. Mhm. Und das ist auch bei Programmierung. Ich meine, wenn er sagt, ihr wollt mit einer Homepage Geld verdienen, dann muss da ein Programmierer, da muss ein Designer, da muss ein Suchmaschinenoptimierer, da muss ein Backlink-Spezialist, dann... Das sind so viele Dinge, die kann ich gar nicht alle aufziehen, dass ihr überhaupt wisst, was ist ein Managed Server, was ist, also wo kann ich die beste Einheit finden, dass meine Seite am schnellsten lädt und. Das kannst nicht auf, ich mache dir jetzt mal einen Wochenendkurs, das geht einfach nicht. Also lasst euch da nicht verarschen, weil die jungen Erwachsenen werden das sehr gerne als Milchkuh abgestellt, wo dann unten ist Geld für die ganzen Versager, die unterwegs sind und selber keinen Weg gefunden haben, aber nicht aufhören wollen und deswegen verarschen die andere Leute. Es gibt für die jungen Menschen auf der Weltreise so viele Gefahren. Ja. Leute, die sie verarschen wollen oder melken wollen. Leute, die sagen, ich möchte meine sexuellen Gelüste an ihnen ausleben. Und so weiter und so fort. Das ist keine ungefährliche Welt. Und wenn ihr jetzt gerade sagt, also ihr wollt die und die Ausbildung machen, dann hält euch ja nichts davon ab, das auch schon ein bisschen zu kombinieren. Dass ihr sagt, also ihr müsst die ja nicht unbedingt in Deutschland machen, sondern ihr könnt ja zum Beispiel im Ausland studieren. Und da eben auch schon wieder, während ihr aber ja in einem sicheren oder in einem festen Umfeld relativ seid, relativ sicher ist natürlich jetzt auch nicht, aber... wo ihr trotzdem irgendwo eine Struktur um euch drumherum habt, könnt ihr ja dann da auch schon wieder die Erfahrungen sammeln, was euch dann auch wieder für die Reise mehr hilft. Sprachen lernen. Da war ich relativ schlecht, der Franz besser. Aber das ist auch, wer Sprachen kann, kommt leichter durch. Mhm, ganz klar. Okay, machen wir hier einen Cut. Ja. Ihr wisst, um was es eigentlich geht. Mhm. Es gibt mehrere Gefahren. Wir wollen euch aber trotzdem rauskitzeln, dass ihr raus könnt. Und nehmt uns nicht immer als Pessimisten wahr, aber wir haben einfach diese ganzen Dinge erlebt und wir wollen euch davor bewahren, weil wenn man sowas erlebt hat, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Und wenn ihr euch damit quasi auch den Spaß und noch viel mehr, teilweise ja sogar wirklich das Leben versaut, dann bringt es niemandem was. Und wenn ihr es aber von vornherein richtig angibt und ihr seid jetzt jung und habt diese Möglichkeit, das gleich von Anfang an richtig zu machen, dann kann es halt richtig, richtig geil werden. Richtig geil werden.
Und dann wird dein Leben ein absolutes Gedicht. Mhm. Und deswegen, wenn es 2-3 Tage länger dauert, sich darauf vorzubereiten und man nur immer wieder auf die Rettungsinsel der Reise darf, dann freu dich darüber, dass du bald dein ganzes Leben unterwegs sein kannst. Und mit diesem hippen Satz beenden wir als Oldies ja. for Goldies dieses ganze Ding und sagen euch, guckt auf lebensabenteurer.de vorbei, wenn ihr unsere Weltreise lesen wollt. Das ist lieber zu Fuß um die Welt als mit dem Mercedes zur Arbeit. Und jetzt geht's raus ans Studio. Bis dahin, führt euch ciao, ciao. Und tschüss.